Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Lost in Random. Im letzten Part haben wir ja schon mal mit den Personen gesprochen, die uns die Arenen geöffnet haben. Wo wir natürlich, wer hätte es gedacht, Brettspielarenen haben. Und natürlich vielleicht alte Bekannte treffen. Zumindest bei der ersten haben wir jemanden aus Zweistadt getroffen, der ja nicht so freundlich war. Aber na gut, wir haben ihn trotzdem gerettet. Heißt, wir gehen zur nächsten Arena. Eigentlich zuvor möchte ich ein paar Karten noch holen. Da haben wir ja nur noch zwei oder drei fehlen. Damit ich wirklich jede Karte an meinem Besitz habe. Ich glaube, jetzt ist noch einer. Ich habe nur noch der D20. Ja, das ist ja 20 Seiten Würfel. Habe ich da noch nicht alle? Da fehlt mir noch eine Geistergeschichte. Allerdings weiß ich nicht, von wem ich die bekomme. Da fehlt mir schon das fünfte Black Card. Okay. Ja, müssen wir noch ein bisschen die Augen aufhalten. Okay. Das ist mal eine etwas andere Arena. Das brauche ich dann doch nicht. Die Spielleiterkarten. Stattdessen nehme ich. Was nehme ich mit? Das klappt gar nicht. Hätte ich ihn gebrauchen. Was hören wir die für mich? Nochmal dumm ballern. Oder. Schwächung ist nicht das, was ich brauche. Hand des Königs. Das Königs ist eigentlich immer so eine schöne Damage-Karte. Wie gesagt, den Effekt verstehe ich bis jetzt noch nicht ganz, was damit auf sich hat. Gift. Nee, brauche ich gerade nicht. Ein weiterer Blob. Brauche ich eigentlich auch nicht, habe ich genug. 4 statt Rache. Weiß auch nicht, was wirklich gut von dem Zeug ist. Aber ich kann 4 statt Rache mal mitnehmen, testweise. Und vielleicht so ein Turm. Und was kann ich noch mitnehmen? Eine Karte fehlt mir noch. Langsam, nee. Grenzlangriff auch nicht. Nee, nee. Die 8. Ich hab die nicht, ich halte noch die Säurekanone mit. Und dann stellen wir uns den nächsten Kampf. Bring es her!
many globes as you can into the hole in order to lower the ladder and get to Hugo. Okay. Das Viermann-Roulette. Ziel dieses Spiels ist es, einen Fluchtgleiter auf dem Boden der Arena zu senken. Wähle dazu Kugeln in der Grube in der Mitte der Arena. Jede Kugel, die du in die Grube beförderst, senkt die Gleiter einen Schritt ab. Erreichst sie den Boden der Arena, ist das Spiel vorbei. Wenn du mit Dicey würfelst, erscheint in den Schächten in der Arena neue Kugeln. Die Zahl der neuen Kugeln entspricht der gewürfelten Augenzahl. Schieße mit deiner Schleuder auf die Knöpfe an den Schächten, um die Kugel freizugeben. Anschließend kannst du sie mit weiteren Schüssen in die gewünschte Richtung bewegen. Ja, das heißt für mich, dass ich hochwürfeln muss. Ah, das ist schon mal nicht schlecht. Okay, heißt, wir haben hier drei Kugeln, die nach unten rollen wollen. Out of clothes, roll your dice to get more. Ja, ich mach ja schon. Mal ein bisschen übers Feld. Waffe, Sammelgut. Dann aktiviere ich natürlich die Kugeln hier direkt. Das sollte ein bisschen helfen. Und zumindest vorerst mal Kugeln nach unten treiben. So, komm nochmal drei. Jetzt öffne nochmal hier das Tor. In dem Fall ist es mir sogar lieber, wenn ich einmal die höchste Zahl würfle. Also natürlich, solange die Kugeln nicht stecken bleiben. Also können wir relativ gut und schnell voran. Heißt, wenn wir
selbst nicht treffen lassen. Okay, das sollte eigentlich jetzt gelaufen sein. Ja, hat halt in dem Fall nicht ganz so lange gedauert. Okay, alle Gegner erledigen. Ich wollte gerade sagen, das könnte noch eine Herausforderung werden. Nein, es ist nicht das Beste. 3 ist da schon besser. Der Bogen ist uns natürlich immer gut. Und mein Lanze auch. Ja, ging ja relativ einfach. Belohnung, ein Liebesbrief. Ein versiegelter Brief an Odessa, Fernherr. Von der Liebe ihres Lebens. Und natürlich Mützen. Wie gesagt, also die Arena selbst war jetzt relativ einfach zu bewältigen. Ich glaube, mit den Waffen werde ich. Also, ja. Weiß ich nicht. Es sind jetzt nicht ganz so die Sachen, die ich brauche. Ich lieber noch so irgendwas mit. Und was kann ich sonst noch mitnehmen? Ich habe halt fast schon keinen Überblick mehr, was ich eigentlich brauchen kann und was nicht. Ich muss mal so. Vor allem, da wir dicken Fisch ja sowieso noch brauchen könnten gegen den High Roller. Hier nach draußen. Natürlich kommen wir hier nach draußen. Ich frage mich die ganze Zeit, wo könnte hier noch ein Plakat übrig sein? Und natürlich hier direkt am Startplatz. Es ist ne Fortunas Werk. Gena, Koskorane, Koske, Ina, Nakone, Bak, Keno, Malamne, Dasen, Dagimna, Oge, Dagapoine, Noschnik, Nanga, Gau, Dag, Oge, Gorkas, Dasen, Ina, Hana, Oge, Skala, Ora, Gemunanje, Oge, Skoi. Ausgemunhale, Gurkschneine, Gasgehelna, Uskerharno, Ogemha. Ich, sie wollte bestimmt gar nicht hierher kommen. Kneinast, Dagimnat, Dog, Nanga, Narmene. Da kapoine, noschnik, gau, urge,
Keino. Rak Molmni. Norni Home. Da. Gai gymlu. Na haina. Gymlu hynny. Da, geis gyma yna heno. Wel, natürlich. She doesn't even look like... Und... Ein Tag dafür. Well, they did do your square shape justice. Ich meine, Würfelzeichnen ist jetzt nicht schwierig. Have you found him? Have you found my guiding star, my prince? Nee, aber wir haben einen Brief. A letter? Let me see. Dear? Oh, he calls me dear. And then he goes on to say that the longer we were married, the more I became just a reflection of him, and he a reflection of me. He goes on to say that I'm not the woman I fell in love with, and he's not the man he used to be either, and that we both deserve better. We deserve to be full people. He then says this isn't healthy, that he needs to find time apart to rediscover who he is, and he hopes I do the same. Oh, oh no, he's gone, and he's not coming back. I've lost everything. Nicht ganz, aber du hast noch dich selbst. I don't want me, I want him! But then again, maybe all hope isn't lost. Maybe if I did what he said, if I try to figure out who I am when I'm by myself, if I rediscover who I used to be and truly am and break free of obsession and idolatry and become a fully realized person again, then maybe he'll take me back. Es wäre ein Versuch wert. Exactly! It's the only way forward. Let me give you this. It's a red band. I was going to give it to him, but I want to give it to you instead. For all your help. And when you look at it, you can remember me and him and us. Oh dear. Well, even had helped a lovesick woman realize she was worth more than just idolatry. And the red thread she'd been given must have a use somewhere, right? Ja. Wird uns sicher helfen, der rote Faden. Rosen und Rot, genau wie diese Faden. Genau wie diese Faden, der für sein Leben gerne ein Teppich wäre. Das rennt sich ja nicht mal. Mensch. Hat auf irgendwelche komischen Reime zu machen, die sich nicht reimen. Na gut, wir gehen jetzt zur Arena. Die natürlich wieder in der Würfelarena ist, wer hat's gedacht. Und die letzte Karte, die noch fehlt in unserem Deck. Jetzt haben wir jede Karte einmal. Ja, dass wir den Dreierbogen nicht nochmal bekommen. Obwohl es eigentlich jede Karte, glaube ich, dreimal im Spiel geben sollte. Theoretisch. Praktisch sind das halt die OP-Karten, die man halt nicht so oft wahrscheinlich kriegt. Beziehungsweise, wenn man die öfter als wie zwei oder einmal bekommt, wäre es dann auch wieder zu stark. Ich sehe schon, dass ich hier die Spielleiterfigur brauche. Heißt, ich werde wieder ein paar Karten austauschen müssen. Ich werfe einmal die Fisch raus. Einmal Kristallfluch und einmal Meister ziehen. Für drei Spielleiterfiguren. Na gut. Allerdings, bevor wir jetzt hier die Arena anfangen, glaube ich, werde ich den Part an dieser Stelle auch schon beenden. Ich danke euch fürs Zusehen. Lasst eine Wertung, dass es euch gefallen hat. Wenn nichts so sollt, könnt ihr euch gerne noch Abo lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Lost in Random wieder.